Hallo, da ist eure Joseline wieder am Nikolaustag. Ich freue mich. Ja, erstmal lieben, lieben, lieben Dank, dass du überhaupt Interesse hier an meinem Video zeigst, ne? Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank schon mal dafür. Und ja, an allem Abonnenten jetzt erstmal so, auch alle Neuen erstmal herzlich willkommen, ne? Ich freue mich, ich war ja echt baff, wie viele doch jetzt dazugekommen sind. Und ja, ich möchte euch hier heute ein Liebesorakel schenken. Und zum Nikolaus schauen wir doch einfach mal, was so kommt. Ich habe die Karten bereits springen lassen. Und wir wollen heute gucken, woher kommt es, wohin geht es, was ist wichtig. Ne? Springen lassen habe ich sie einfach schon aus speichertechnischen Gründen. Ich habe sie auch selbst noch nicht gesehen. Ich mische die jetzt hier noch einmal gleich durch, lege sie aus und dann schauen wir, was ist denn da los bei deinem Gegenüber? Woher kommt es, wohin geht es und was ist wichtig? Ne? Ja, und dann haben wir hier natürlich noch ein paar andere Karten, die ich alle immer unten in der Beschreibung angebe. Und es ist wohl mal hier die Frage, oder ich habe einen sehr lieb gemeinten Rat bekommen von einer Zuschauerin, die mir gesagt hat, ich hätte im Hintergrund Bücher und sollte so ein bisschen aufpassen, dass das nicht als Schleichwerbung ausgelegt wird. Ich bedanke mich übrigens aber dafür, ne, für die Anmerkung. Aber das sind nicht keine Bücher, das sind die Karten und die gebe ich auch alle in der Beschreibung an. Also das ist soweit in Ordnung. Ne? Trotzdem danke dafür, finde ich. Ich habe es sehr lieb aufgefasst. Ne? Und ja, ihr wisst, allgemeines Reading ist keine persönliche Legung. Nehmt, was ihr fühlen könnt. Wenn ihr gar nicht reinkommt, ausmachen. Ich habe so viel tolle Kollegen auf YouTube, die das echt von Herzen machen und toll machen, wo man mal reinschauen kann. Und ansonsten kannst du ja auch mal gucken, vielleicht findest du bei mir ja auch noch was anders, ne? Oder abonnier doch meinen Kanal. Dann verpasst du auch keine Videos mehr in Zukunft. So, das Wichtigste ist, ihr sagt, Leute, wir wollen schauen, was ist mit deinem Herzilein heute los? Was ist da los? Woher kommt es? Wohin geht es? Das ist wichtig. Ne? Nicht lang schnacken, es geht los. Ja, zeitloses Orakel. Diesmal sage ich es mal nicht am Ende vom Video. Jetzt sage ich es mal am Anfang. Ne? So, wir legen die Karten aus. Wir mischen einmal. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Nikolaustag. Ich wünsche euch das von Herzen. Für alle, die heute sich ein bisschen alleine fühlen, vielleicht nicht so die Familie haben, mit denen sie den Tag verbringen können. Keine Sorge. Jetzt ist eure Joseline da und ich hole euch so ein bisschen aus dieser Lethargie jetzt raus und versucht ihr ein bisschen Positives heute zu bringen. Bemühe mich jedenfalls. So, woher kommt es? Wohin geht es? Was ist wichtig? Na? Übrigens, es muss nicht immer die Seelenpartnerschaft sein. Ich hatte einen. Ko Oh, stopp! Ehrlich, der magische Spiegel gestern. Ich möchte noch mal Danke sagen. Also wirklich, was wie eure Reaktion, wie ihr damit umgeht und auch, dass ich ja, man ist ja da doch ein bisschen so ein rohes Ei in dem Moment, also ich in dem Fall, ne? Und weil ja auch emotional Emotionen hochkommen und wie ihr damit umgeht und wie ihr das zu schätzen wisst und eure Reaktion einfach toll. Ich war gerührt, ich hatte wieder Pipi in den Augen, ne? Wie immer, wenn ich dann so nette Sachen und ach, das ist einfach alles so toll. Und ich danke euch, ich sage euch jetzt mal was an der Stelle. Als ich hier vor ein paar Wochen angefangen habe mit YouTube, ich bin ja totaler Neuling, ich habe ja gar keine Ahnung von YouTube-Videos selber machen und so gehabt. Und ich habe mir mal so die alten Videos und mal reingeschaut. Die alten, die uralten Videos, ne, vor ein paar Wochen. Und ich muss ja sagen, ich war da doch noch sehr blockiert am Anfang. Einfach, weil ich so aufgeregt war und weil ich auch noch Ängste in mir selber hatte. Ey, was kommt da jetzt? Was ist, wenn die mir da ganz gemeine Sachen schreiben? Wenn die mir da schreiben, ey, was erzählst du denn da für ein Mist? Oder es ist ja grauenhaft. Das waren Ängste, die ich in mir hatte, die sich aufgelöst haben mittlerweile durch euch. Einfach nur, weil ihr so toll seid und weil ihr einfach liebenswürdig seid und liebenswert seid. Und ihr habt mir geholfen, dass ich heute da so frei einfach ich sein kann. Das wart ihr und da danke ich. Jetzt könnte ich schon wieder sentimental werden, das gibt's doch nicht, ne? Und ihr seid das und da danke ich euch für, dass
ihr gebt mir den Mut, einfach ich selber sein zu können und die Kraft und alles. Und da danke ich euch für. Denn das war für mich auch erst ein Prozess, ne, im Laufe der Videos. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang noch ein bisschen mehr Daumen nach unten gekriegt habe. Das war vielleicht auch gerechtfertigt. Weil, aber ne, es war einfach noch so ein bisschen blockiert bei mir, weil ich diese Ängste einfach hatte. Ich hatte da tatsächlich Ängste. Und das sage ich auch offen und ehrlich. Ne? Okay, jetzt willst du aber wissen, wie es hier weitergeht. Und jetzt gucken wir mal erstmal auf diese Seelenpartnerkarte. Das muss jetzt nicht nur der Seelenpartner sein, ne? Du, es ist völlig egal, auf welche Situation. Zwillingflamme, Dualseele, Seelenpartner, Herzilein, Schatzilein, wer auch immer, mit Kontakt, ohne Kontakt. Ihr müsst einfach nur gucken, ob eine Resonanz da ist. Das ist wichtig, ne? So, die Liebe hält durch, meine Liebe. Guck mal hier. So, die Liebe gibt nicht auf und verliert den Glauben. Die Liebe ist voller Hoffnung und jeder Situation gewachsen. Wie ich immer sage, was würde die Liebe tun? Ne? Wenn du dir die Frage stellst, dann kannst du gar nichts falsch machen. So, dann haben wir hier noch die Engel der Liebe. Und da haben wir zum einen, lass Kontrollthemen los. Erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Also egal in welcher Liebessituation du jetzt drin steckst, ne? Denk nicht, oh, was kann ich machen, um das Ganze voranzutreiben. Aber wenn ich jetzt das mache, ah nein, dann passiert nachher das. Oder wenn ich das schreibe, dann denkt er nachher das und das. Lass das los. Das sind diese Kontrollthemen. Lass es los, du musst es nicht kontrollieren. Hab Vertrauen in dir, in deiner Liebe, ne? Du bist nämlich einzigartig. Und was ich jedem von euch da draußen jetzt hier sagen möchte, habt Mut, ihr selber zu sein. Egal, was für Freaks ihr seid. Egal, was für... Ich finde ja, Freak ist ja ein Kompliment für mich immer. Wenn mir einer sagt, hey Mareike, weißt du, du bist echt ein kleiner Freak. Da fühle ich mich geehrt. Ne? Seid authentisch, habt Mut, anders zu sein. Ich werde das noch 1000 Mal wiederholen in meinen Videos, weil das so verdammt wichtig ist. Alles andere gibt schon genug. Na? So, jetzt aber wieder zurück hier. Probleme in der Familie heilen. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. So, der ein oder andere einmal schauen, was für Mutter-Vater-Themen, Familienthemen habe ich dann auch, welchen Ballast schleppe ich dann noch mit mir rum. Das kannst du loslassen oder das wäre gut, wenn du es loslässt. Denn dein Liebesleben kann davon profitieren. Ne? Ihr wisst, eigentlich braucht man diese Karten, ich sage ganz ehrlich, die sprechen Bände für sich selbst. Eigentlich muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil jeder hat da seine Geschichte zu und jeder nimmt da seinen Impuls raus. Ne? Dann haben wir hier noch einen Flirt, meine Gute. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Ja, das meine ich damit. Sei du selbst, denk nicht drüber nach, wie könnte das auf andere wirken, wie könnte ich, nein, Schnitt, nochmal. Zeig dein Innerstes nach außen, deine Unbeschwert, das Kind in dir. Ja, das ist das, das Kind in dir, das ist wunderbar und toll. Und zeig das und das zieht an. Das ist magische Anziehung. So, dann haben wir hier noch das Liebesorakel. Und das wollen wir natürlich auch noch sprechen lassen. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Und zwar werdet ihr euch nicht vermissen, weil ihr verbunden seid. Ihr seid nicht getrennt. Ihr seid nicht getrennt. Das Band, das euch verbindet, das ist immer da. Und das ist die Liebe. Und das ist jetzt nicht nur auf eine Liebesgeschichte bezogen, sondern also auf diese Mann-Frau-Liebe. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Dreht es euch. Wenn du Mann bist, drehst du natürlich, wie du, ne, wie es passt. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. So, stellst du dir da vielleicht eine Frage?
Was soll ich da machen? Ach Gott, wie entscheide ich mich denn jetzt da? Oder ist das richtig? Oder mein Gott, ich weiß selber, ich habe gar keinen Zugang mehr. Ich habe keine Intuition mehr, was ich da jetzt überhaupt, was richtig ist. Guck, du hast die Intuition. Spür da in dich rein. Und was ich dir hier sage, da spürst du ja auch, das geht an meine Adresse. Oder nee, 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 das ist nicht meins. Und das auch nicht annehmen, um Gottes Willen, dann bloß nicht annehmen. Ne? Du weißt genau, was für dich richtig ist, meine Gutste. So, den inneren Buddha, den nehmen wir mal ganz zum Schluss. Die legen wir jetzt mal an die Seite. Und dann wollen wir mal hier mit der Hauptlegung starten. Ne? Ich habe ja gesagt, woher kommt es? Wohin geht es? Was ist wichtig? Und jetzt decken wir auf. Woher kommt es? Ah, und ich muss vielleicht an der Stelle ja auch nochmal sagen, ich deute die Karten intuitiv, grundsätzlich. Das heißt, die Karten sind der Boss. Ich lasse mich da lenken und leiten. Und ich habe natürlich auch mein grobes Konzept und ne, Zuordnung. Aber im Grunde genommen lasse ich das alles fließen, wie es kommt. Ne? So, woher kommt es denn? So, ich muss einen Schluck trinken, bevor es losgeht. So, und wir haben doch gerade von diesem das Kind in dir gesprochen, ne? Und guck mal, hier ist es, dieses unbeschwerte Kind. Also, woher kommt es denn? Du bist da vielleicht in der Vergangenheit an das eine oder andere in eurer Liebesgeschichte so ein bisschen mit einer Naivität rangegangen. Vielleicht sagst du auch heute, boah, da muss ich doch sagen, da war ich am Anfang ja doch ein bisschen leichtgläubig oder das habe ich ja doch ein bisschen naiv gesehen. Aber weißt du was? Das ist gar nicht schlimm. Das Kind in sich, das sollte man bewahren. Natürlich sollte man sich so weit schützen, dass das Herz da nicht gebrochen wird und sagen, ach, ne? Der meint das ja gar nicht so, ne? So ist es natürlich nicht bezogen. Aber die Entscheidungen, die hier getroffen wurden oder die getroffen werden müssen auch noch, die hast du aus deiner kindlichen Leichtigkeit herausgetroffen. Und das ist eigentlich was sehr Positives, ne? Das ist was Positives und wichtig auch. Ne, dass man da so, denn schau mal hier, dieses Kind schaut auf das Buch, auf das Märchenbuch und was passiert? Es wird zum Leben erweckt, ja? Diese Fantasie, diese kindliche Leichtigkeit, das Unbeschwerte lässt das Märchenbuch zum Leben erwecken und erwecke du dein Märchenbuch zum Leben. Ne? Das ist wichtig. Und diese kindliche, diese Naivität, die ich vorhin angesprochen habe, das ist nicht negativ gemeint, ne? Nicht negativ behaften. Das hat eben vielleicht dazu auch geführt, dass du Entscheidungen getroffen hast, aus diesem Gefühl eben heraus, aus dieser, ne, aus dieser Grundlage heraus. Und hier haben wir den Bären und den Sarg noch. Und zum einen hatte ich hier gerade so einen Impuls von einer Eifersucht. Das heißt, vielleicht hast du da auch in der Vergangenheit oft oder manchmal oder wie auch immer das Gefühl, ups, bin ich wieder an der Kamera gekommen, von Eifersucht gefühlt. Ne? Vielleicht hat er dir auch ja manches Mal auch einen Grund gegeben, eben aus dieser Unsicherheit heraus, die du hast, dadurch entsteht es ja, ne? Eifersucht ist ja dann auch so eine gewisse Unsicherheit, die man hat. Wenn man sich einer Sache sicher ist, dann fühlt man keine Eifersucht, ne? Dann weiß ich, ich hab's sicher, da brauche ich mir keinen Kopf machen. Das nimmt mir niemand weg, ne? Und was der Bär noch zeigt, also so ein stark die Stärke in dir. Na, woher kommt es? Du hast eine unglaubliche Stärke in dir. Also da glaube ich, habe ich hier jemanden, also dieses Orakel, jemand, der wirklich, du bist eine ganz starke Frau oder Mann, wie auch immer. Ne? Ihr wisst ja, dreht euch das, wie ihr wollt. Und das, da der sagt, der dann folgt, heißt, Moment, ich lege das mal wieder so hin, nehme ich wahr. Hast du immer das Gefühl, du musst besonders stark sein? Du musst der stärkere Part sein in eurer Konstellation. Du musst tragen, du musst aushalten, du musst, ne? Du musst nicht immer die Starke sein. Das musst du nicht. Und das ist dein Prozess. Du darfst auch mal schwach sein, ne? Du musst es nicht immer sein. Erlaube dem Prozess in dir, erlaube es auch mal die Schwache zu sein, die Verletzliche. Ne?
Woher kommt es? Und jetzt, wohin geht es? Jetzt schauen wir doch mal. Ah, na, da freue ich mich ja. So, und wohin geht es? Ja, die Fische zeigen mir eine Tiefe, eine gewisse Tiefe, die diese ganze Geschichte mit deinem Gegenüber, ja, es ist eine tiefe Verbindung, eine tiefe Verstrickung aber auch. Das heißt, wo dieses Ding, diese Liebesgeschichte, die du da, die will ich jetzt mal, ich will das jetzt mal Liebesgeschichte benennen, wie der Kontakt auch immer ist, es ist jetzt mal völlig unerheblich, hat sich aber auch dadurch, dass es gerade so ein tiefes Gefühl ist, hast du dich da unheimlich drin verstrickt. Und wohin geht es? Diese Verstrickungen, die hier, was wir gerade besprochen haben, ne, die kannst du loslassen, die werden sich, ich versuche gerade die richtigen Worte dafür zu finden, das ist ja auch so eine manipulative Energie, ne, diese Schlange, also ich rede hier immer nur für meine Legung, ne, es muss für niemand anders richtig sein. Diese Verstrickung, die du da hast, diese Tiefe, das sitzt tief. Das heißt, das kann sogar sein, dass es Kindheitsthemen, was wir vorhin auch hatten in der Karte, Kindheitsthemen sind, die tief in dir verstrickt sind. Ne? Und die, weil wir haben hier gesagt, wohin geht es, die gilt es aufzulösen. Und die Sense, die zeigt etwas, das ist eine scharfe Energie, eine Energie, die schnell zuschlägt und dann auch ordentlich was wegrasiert sozusagen. Das heißt, was jetzt kommt, ist die Chance für dich, diese Verstrickung loszulassen, es gehen zu lassen, mit der Sense, mit dieser Energie und in die Verbindung, in die aufrichtige, ehrliche Bindung zu gehen. Ne? So, jetzt gucken wir mal, was noch wichtig ist. So, und hier haben wir das Haus und den Brief und den Schlüssel. Und ich kann dir jetzt schon mal vorab sagen oder grundsätzlich sagen, was für dich wichtig ist, ist das sichere Gefühl. Ne? Was für dich gar nicht mehr geht, ist diese Unsicherheit. Also da in dieser Konstellation hat es eine Unsicherheit immer und immer wieder oder am laufenden Meter sozusagen gegeben. Und das ist wichtig. Du brauchst es, diese Sicherheit jetzt. Du kannst nicht mehr in der Schwebe hängen. Du kannst auch nicht mehr immer die Starke sein. Ne? Und brauchst du auch nicht. Kannst du theoretisch, aber du musst es nicht. So, und dann soll es hier, was ist wichtig? Dass es in die Festigkeit geht. Dass es auf festem Fundament gebaut wird. Und dass drüber kommuniziert wird. Dass gesprochen wird. Ne, der Brief, ganz klar, die Kommunikation, meine Liebe. So, das war so mein Geschenk an euch, an Nikolaus. Und wir gucken ja noch auf den inneren Buddha. Da geht es jetzt los mit dem inneren Buddha, meine Gutste. Tada! Irgendwann heißt nie. Setze deine Träume nicht an die Stelle deiner Handlungen. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Also träum nicht nur vor dir hin. Träum ist was Wunderbares und gehört zum Schöpfen im Grunde mit dazu. Aber belass es nicht beim Träumen. Setz es um und ich sag dir, sei du selber. Du bist ein wundervoller Mensch. Trag die Liebe in dir nach außen und schöpfe dein Leben. Schöpfe aus deiner Lebenskraft, aus deiner Seele. Und erschaffe dein Paradies. So will ich es, mit den Worten möchte ich dich jetzt in den Nikolaustag gehen lassen. Und ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen, wenn du bis jetzt am Ball geblieben bist, wenn du mir bis jetzt zugehört hast. Und das ehrt mich und ich bedanke mich dafür. Ja, wenn es dir gefallen hat, weißt du ja, ne? Ich muss es nur mal sagen. Lass mir doch ein Däumchen nach oben da. Das würde mich wirklich freuen. Ja, und ansonsten kann ich eigentlich nur noch sagen, fühl dich von mir gedrückt, sei du selber. Wir brauchen eine Welt voller Individualisten. Ich freue mich auf
alles das, was ich hier noch erleben darf mit euch, was noch kommt. Ach so, ich werde heute noch, ich habe noch was geplant für heute. Heute wird es noch so ein, zwei Videos geben, weil ich habe ja gesagt, Wochenende habe ich Zeit. Und ja, da werde ich heute noch, ich habe ja auch noch so ein paar Sternzeichen für das Jahr 2021, die ich noch offen habe. Die letzten waren ja nicht so dolle, ne? Da habe ich auch gerade angefangen und wie ich am Anfang des Videos schon sagte, ich war einfach noch total verunsichert, voller Ängste und Blockaden. Und ich habe euch das allein euch zu verdanken, dass ich das ablegen konnte. Und das war für mich auch, wisst ihr eigentlich, dass das für mich ja auch ein wichtiger Prozess ist, diese ganze Geschichte, wie ich davon profitiere und lerne und über mich selbst viel erfahre. Und das habe ich euch zu verdanken. Und dafür möchte ich jeden Einzelnen von euch danken. Und das meine ich jetzt so, wie ich sage und aus tiefstem Herzen. Ihr macht mir das möglich und jetzt werde ich schon wieder sentimental. Ich glaube, ich mache Schluss mit dem Video, bevor ich gleich wieder hier anfange zu heulen. Alles klar, ich wünsche euch was. Tschüss!